aus dem Internet. Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder, Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wurden sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Reglialien. Es ist ein paradiesmatisches Land. Du bist seit 2004 in der RBA. Erzähl doch mal, das ist ja fast eine Dekade. Mensch, bei dir geht ja was. Wenn ich kurz schätzen darf, warst du ein Drittel deines Lebens da und stehst mit 42 Battles bedeutend besser da als ich, weshalb du mir was von guter Musik erzählen darfst. Ein Album gibt es von dir, Bitch, noch nicht. Und wenn, dann hätte uns statt rap.de nur dein Streberfreund Enu drauf hingewiesen. Darauf würdest du dann weinen, auf ganz leichten, poppigen Instrumental-Titel-Ideen. Blatt, Esau, langweilig. Du hast keinen Werdegang, seit 10 Jahren ist es still um dich. Wie fühlt sich's an, wenn man schlechte Kunst macht, die niemand will? Du arme Wurst, das erste Mal in deinem Leben hört sich jemand dein Gejammer an. Und zwar durch VBT, also vergiss nicht den Ort und die Zeit, wenn du mich auf was reduzierst, was dein einziges Sprachrohr beschreibt. Ich hab auch Tracks von dir gefunden, ganze zwei, aber dabei ersetzt du inhaltlichen Mehrwert mit Phrasendrescherei und heuchelst Intellekt im Forum, wenn man sagt, das wäre scheiße, ey, du peinliche Gestalt. 2012, 2013, VBT. Du bist dabei und sagst deinem Gegner, das wär falsch. Ihr messt mit zweierlei Maß. Ihr zwei Scharlatane, Eno spricht von Kunst, doch kann die Can noch nicht mal gerade halten. Worte zu dick aufgetragen, triefende Bilder hinterlassen statt Punchlines und spekulierende Kinder. Dein Lebenswerk ist mir nichts wert, außer verächtliches Grinsen. Denn mehr hast du nicht verdient für eine Dekade, in der simpler Inhalt zu Zweckreim-Massakern kulminiert. Dein künstlerischer Anspruch scheint die Quantität zu sein. Vogelperspektive passt, weil du plapperst wie ein Papagei. 6 Minuten. Sag, wen willst du mit dem Scheiß verarschen? Ein Part, in dem du sagst, dass du auf meiner Facebook-Seite warst. Da hab ich Tracks, in denen ich darauf verzichte, mich krampfhaft zu inszenieren. Denn ich mach einfach Musik und dann sagst du, du hast selber keine Tracks am Start. Das wirkt etwas Jennix-haft. Du entkräftest deinen kompletten Part, in dem du selber sagst, dass du es eigentlich nicht besser machst. Die Meinungen zu mir, viel zu gut für das Turnier. Der verschwendet sein Talent mit wacken Losern so wie dir. Er schmeißt die Steine in die Glasfassade. Wer produziert hier Langeweile? Blade sei. Du lebender Leierkasper, hey, sag mal Casper, hey. Denn alle haben Casper lieb. Ich veralber Wack MCs, bis jeder sieht, wie schlecht sie sind. Wenn Einseitigkeit mit Battlen gleichzusetzen ist, bist du seit einer Dekade Deutschlands langweiligster MC. Hast du kapiert? Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes. Wer würde ihm schon folgen spät in der Nacht und dazu noch in dieser engen Gasse mit einem übel beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding seines Lebens gedreht hatte und mit der Beute verschwinden wollte. Hatte einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe Idee gehabt, ihn beobachtet und abgewartet, um ihn nun um die Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? Ich erheb mich aus dem Haufen Asche und zerstör das Häufchen Elend. Meine Runden brennen alles nieder, deine sind nur Räucherstäbchen. Drive, Flow und Abwechslung. Du redest so viel, doch lieferst mit deinem Leier-Style nicht grad das Gegenbeispiel. Konstruierte Satzkonstrukte, viel zu große Fresse, du frustrierter Trottel. Spielst auf Poppins mit Rap-Verstecken in blinder Selbstüberschätzung. Servierst du den Gästen versalzene Buchstabensuppe. Nur den Mist will niemand fressen, mieses Essen. Verstehst du? Du bist nur ne Laberbacke und wirkst nicht klüger, je öfter du Dekade sagst. Wo bleibt die Ästhetik? Du weißt selber nicht, wovon du redest, meine Texte. Texte gerade raus, deine anderes Wort.de. Große Reden, die du schwingst, für kleine Sachen, die du machst. Und fliegst du auf, dann sagst, das war alles so geplant. Sind denn deine Facetten? Ich hab bis jetzt nichts gefunden, außer einem fehlenden Gesicht und ein paar RBA-Runden. Alpha, Beta, Gamma, Delta, zeig, wie viel Substanz dir fehlt. Du laberst um den heißen Brei und meinst eigentlich nur ABC. Unfreiwillig komisch, wenn du von Selbstzweifeln sprichst. Denn auf jeder VBT-Plattform rechtfertigst du dich. Zerfressen von Kritik kannst du nicht über meine Witze lachen, weil der Inhalt jetzt zu dir wird nicht zu fassen. Bitch, solange du dich auf Battles mit aufgesetzter Stilistik verkramst, ist deine Wegesrichtung nur ein leerer Blick vor die Wand. Und zum dritten Mal bringt Zabba einen weaken Part. Jetzt wissen wir, dass er neben Lance bald noch kiffen kann. Was für ne Kissenschlacht. Wicked Mann. Du sprichst wieder von Sex mit mir, doch ich lasse dich nicht ran. Du redest von Szenen, was sind das für Themen? Du fickst nicht mich, sondern die Runde von Bladesa. Der Vorwurf der Langeweile verschwindet im Sand mit derselben Zabba-Hook wie immer aus dem Tiefkühlregal. Scheiß auf die letzten drei. Ich bin erst so weit, wenn der Grad deiner Vernichtung die Vorstellung übersteigt. Der Typ, der von sich sagt, dass er Battle Rap definiert, hat mich einen Part vorher noch auf selbige
Bisschen reduziert. Ich schaue in den Spiegel und habe mich nicht erkannt, denn ich schlug nach dem Savage Bite die Hände vom Gesicht zusammen. Du siehst im Spiegel einen verbitterten Verlierer, als wenn sich jemand beschwert, dann nur weil du es dir verdient hast. Was für Pubertät, erzähl ich so ein Blödsinn. Ich hab kindliche Freude daran, so Wack MCs zu töten wie dich. Und so habe ich für dich auch einen Plan gemacht. Mein Pausenbrot ist präpariert mit Cyan-Kali-Kapseln. Guten Appetit, Bladesa Syphilis. Ich will gar nicht wissen, was bei dir untenrum nicht richtig ist. Headset, PC und Forum, das soll Herzblut sein. 6 Minuten zeigen facettenreich deine Erbärmlichkeit. Und zum dritten Mal bringt Zabba einen weaken Part. Jetzt wissen wir, dass er neben Lance bald noch kiffen kann. Was für ne Kissenschnack. Wicked, man. Du sprichst wieder von Sex mit mir, doch ich lasse dich nicht ran. Du redest von Szenen, was sind das für Themen? Du fickst nicht mich, sondern die Runde von Bladesa. Der Vorwurf der Langeweile verschwindet im Sand mit derselben Zabba-Hook wie immer aus dem Tiefkühlregal. Konnte die Aufforderung, stehen zu bleiben, schon hören. Gehetzt sah er sich um, plötzlich erblickte er den schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er sich nach rechts und verschwand zwischen den 2 Gebäuden. Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten Mülleimer gefallen, der mitten im Weg lag. Er versuchte sich in der Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte. Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg aus diesem kleinen Hof als den Durchgang, durch den er gekommen war. Die Schritte wurden lauter und lauter.